Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Auch heute packen wir wieder eine Z-Box von Zavi aus, und zwar die Z-Box des Monats Dezember. Unglücklicherweise steht hier nirgendwo Z-Box drauf, ja, und deswegen habe ich die auch schon aufgeschnitten. Das heißt, ein richtiges Unboxing ist das jetzt nicht, weil, ja, ich habe schon reingespinkst. Aber das liegt einfach darauf, dass ich nicht... Das liegt einfach daran, dass ich nicht gesehen habe, dass es sich hier um eine Z-Box handelt. Hier steht zwar Zavi, aber hier stehen noch ganz viele andere Sachen drauf, so dass nicht ersichtlich war, dass es sich hierbei um eine Z-Box handelt. Dazu kommt, dass ich ja auch schon vor ein paar Tagen die Zavi Treats Box bekommen habe, so dass ich gedacht habe, naja, okay, wer weiß, möglicherweise gab es diesen Monat keine Z-Box. Ist aber auch egal, es gibt doch eine, und die habe ich jetzt hier für euch. Und die packen wir jetzt auch mal aus. Das Motto der diesmonatigen Z-Box konnte ich bisweilen noch nicht in Erfahrung bringen, aber sobald wir das rausgekriegt haben, da werden wir das in die Videobeschreibung mit reinpacken. So, wir haben hier aber auf jeden Fall ein paar richtig geile Sachen drin, die jedes Geekherz zum Strahlen bringen. Den Anfang macht dieser Iron Man aus dem Hause Gentle Giant. Ich packe den auch mal aus. Und zwar ist das ein Mini-Hero, so nennt sich das Ganze. Es ist also, ja, also ihr seht das hinten drauf. Ja, das ist einmal Iron Man, dann haben wir Spider-Gwen und dann haben wir hier noch Thanos mit einem Luftballon und hier Spider-Gwen mit einem Jojo. Das heißt, es sind Superhelden, aber ja, als Kinder möchte ich fast sagen, also als Miniaturversion. So, der Iron Man, der hat auch diese großen Augen, so dass er also wirklich aussieht, als wenn er jünger wäre. Finde ich ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. Also speziell der hier, ich finde den etwas gruselig. Wegen diesem Aussehen, wegen diesem Blick, aber gut, der zwischen gruselig und niedlich, ja, da ist nur eine ganz, ganz seichte Linie da, so, wie war der hier drin? Ich würde ihn ja gerne wieder einpacken, dass nichts drankommt, so, genau, das ist er, also hier in dieser Box, den packe ich mal wieder weg. Und diese Figürchen, die sind ja so cool. Da haben wir direkt noch einen. Und zwar von DC, Iron Man ist ja von Marvel. Und das Gegenstück aus dem DC-Universum ist der dunkle Ritter Batman. Auch genau wie Iron Man, ein Multimillionär ohne besondere Fähigkeiten, aber dafür mit Sachverstand und einer geilen Ausrüstung. Ja, also quasi man könnte sagen, Batman ist der Iron Man des DC-Universums, wobei ich persönlich Batman eigentlich viel cooler finde. So, das ist der Batman aus dieser Reihe hier. Den Superman, den hatten wir schon vor einigen Monaten in der Z-Box mit drin. Und zwar war damals das Thema Anti-Helden. Ja, wobei ich nicht weiß, warum Superman ein Anti-Held ist. Es gibt außerdem noch Wonder Woman, Flash und Green Lantern. So, das hier ist eine Figur ja, der Justice League. Und das Ganze hier nochmal von unten, damit ihr alle Seiten gesehen habt. Das Ganze ist zum Hinstellen und der hat auch Flügel hinten dran. Hier sind so Flügel. Ich guck mal, ob ich die dran kriege. Dafür muss man ihn allerdings enthaupten. Ja, das ist etwas, wovon viele Super-Schurken träumen. Man muss hier den Kopf abziehen. Ja, das ist gar nicht so leicht. Ich mache es jetzt... Oh, doch, hier erlöst sich. Erlöst... Oh. Also, ich sag mal so, damals, ich hatte ja damals so He-Man-Figuren. Masters of the Universe, ja. Und wenn man denen den Kopf abgerissen hat, das ging auch, aber nur einmal. Und ja, ich würde das sehr ungerne machen. Und deswegen lasse ich das jetzt auch, weil ich habe Angst, dass ich den Kopf anschließend nicht mehr drauf kriege. Jedenfalls kann man dem dunklen Ritter hier diese Flügel anziehen und dann hat er ja die ausgebreiteten Flügel. Die Ärmchen hier, die kann man nicht bewegen, so dass der dunkle Ritter, also Batman, quasi immer so aussieht, als hätte er die Flügel ausgebreitet. So sieht das aus. Da ist dann auch noch so eine Bodenplatte mit dabei. Ist aber gerade schon abgefallen, ist aber kein Problem, da steckt man den einfach wieder drauf. Ich gehe davon aus, dass der Kopf genauso leicht wieder drauf geht. Andererseits, die Bodenplatte, die fällt schon von alleine ab. An dem Kopf muss ich rumroppen wie so ein Bekloppter.
Und auch wenn ich ein Bekloppter bin, würde ich das jetzt, wie gesagt, nur sehr ungerne machen und lasse es deswegen auch einfach mal sein. Ja? Weil nichts wäre schlimmer, als wenn das jetzt kaputt geht. Dann ärgere ich mich nämlich für den Rest des Tages und habe keine Freude mehr. Und das ist so kurz vor Weihnachten einfach nur doof. Also lasse ich es sein. So, ich packe den Batman wieder ein. Ich glaube, wenn wir die Flügel hier reinbuxieren, dann kriegen wir den auch leichter wieder eingepackt. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. So, da ist es. Ja, so, genug der Superhelden. Was wir jetzt noch drin haben, ist etwas für die Filmfans unter uns. Wobei, das basiert auch auf einer Spielzeugreihe, und zwar die Transformers. Transformers, geiles Franchise von Hasbro, sehr erfolgreiche Filmreihe, sehr coole Zeichentrickserie damals in den 80ern und auch ultra cooles Spielzeug. Und ja, jetzt haben wir auch noch ein schickes T-Shirt dabei. Hier steht es auch drauf, 1984. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, das könnte das Jahr sein, in dem die Transformers das erste Mal von sich hören machten, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, auf jeden Fall cool. Dann haben wir hier noch so, ich weiß nicht, das ist japanisch oder chinesische Schriftzeichen. Ich weiß gar nicht, wo die Transformers herkommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas Japanisches ist. Ja, aber ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es amerikanisch. Auf jeden Fall, die Filme sind amerikanisch. Amerikanischer geht es gar nicht mehr. Das ist totale Militärpropaganda, aber macht ja unheimlich viel Spaß und ist technisch sehr cool gemacht. Das gleiche gilt auch für dieses T-Shirt. Das ist von unglaublich guter Qualität, und das sage ich nicht nur, weil ich da Werbung für mache, weil so ist es ja gar nicht. Ich mache ja keine Werbung. Wenn das hier Schrott wäre, dann würde ich euch das auch ganz ehrlich sagen, aber das hier ist genau das Gegenteil von Schrott. Das ist richtig dicke Qualität, das ist richtig gut, es ist auch richtig weich, also das hier ist cool. Saugut. Also das ist das beste T-Shirt von der Qualität her, das bis jetzt in der Savi-Box drin war, zumindest jetzt nach meinem persönlichen Empfinden. Und jetzt haben wir hier noch das absolute Highlight, und das sage ich jetzt ganz ohne, dass mir da irgendeiner was in den Mund legt. Das, was jetzt kommt, ist das absolute Highlight. So was Cooles habe ich in der Z-Box noch nie drin gehabt. Und zwar ist das eine Tasche. So. Das mal weg, dann haben wir mehr Platz. Ein, ja, ich weiß nicht, ist das ein Messenger's Bag? Ich glaube, das nennt man Messenger's Bag, weil da ist auch Platz für einen Laptop drin. Und zwar auch hier wieder Transformers. So, dieses Logo, dieses Transformers-Logo, das ist aufgestickt, aufgenäht. Das kann man jetzt in dem Video nicht richtig sehen, aber das ist hervorragende Qualität. So, dann haben wir hier auch diese, das kann man einmal so tragen, und dann kann man das hier vorne aber auch noch, also quasi über den Bauch tragen, so quasi. Ja, man hat also hier noch diese zusätzliche, also so ein Dreipunktgurt quasi, ja, und was für Kinder gut ist, kann auch für Erwachsene nicht schlecht sein. Ja, diese Tasche, ich weiß jetzt gar nicht, von wem die ist, Headside Trading aus UK. Hey, der hat es noch vor dem Brexit drüber geschafft. Überhaupt generell, Zavi ist ja, glaube ich, eine englische Marke. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, das wäre was Englisches. Wer weiß, wie sich das jetzt im Januar ausnimmt? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wird sich vermutlich einiges ändern. So, wir haben hier einmal Magnetverschlüsse. Ja, das sind Magnetverschlüsse, sodass die Tasche, wenn man sie jetzt nicht hier unten zuklippt, trotzdem hält. Zwar nicht so gut, ist klar, ja, Magnete, aber es ist nicht so, dass sie hochklappt. Das ist also auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Dann haben wir hier unten einmal einen Reißverschluss. Da kann man Sachen drin verstauen. Dann haben wir hier eine Handytasche. Da kann man ein Handy drin verstauen. Hier haben wir drei Aufnahmeteile für Stifte, Kugelschreiber und sowas. Und dann haben wir hier natürlich auch noch die Innenseite. Und die gefällt mir auch richtig gut hier. Die ist so cool, so dieses Rot. Das sieht man in dem Video auch nicht richtig, wie toll strahlend dieses Rot ist. Ja, also mich kann man ja leicht begeistern. Aber hier, da bin ich wirklich total begeistert. Und hier haben wir noch, wie eben schon erwähnt, den gepolsterten, die gepolsterte Nebentasche für Laptop etc. Also, dass da auch nichts drankommt. Das ist ein richtig geiles Teil.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass das hier richtig teuer ist. Also wenn man das hier einzeln kauft, dann kostet das bestimmt seine 30, 40 Euro. Vielleicht mehr, ja, weil ist ja ein Lizenzprodukt. So, das war's, die Monat Dezember Box von Savi. Eine coole Transformers Tasche, wirklich mein absolutes Highlight. Ein qualitativ echt hochwertiges Transformers T-Shirt, einen Batman zum Hinstellen und einen Iron Man zum Hinstellen. Das ist es und ich denke, das ist etwas, worüber sich jeder echte Fan total freuen würde. Wenn ihr auch so eine Box haben wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Dann könnt ihr eine einzelne Box bestellen, habt dann die hier. Oder aber ihr schließt gleich ein Abo ab für mehrere Monate. Und je länger ihr das Abo abschließt, das heißt für 3 Monate, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, desto preiswerter bzw. günstiger wird die Box. Und ihr kriegt jeden Monat eine tolle Überraschung im Stil von dem hier. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei filme.de rein und ja, guten Rutsch, frohe Weihnachten und bis nächstes Jahr.